Komm, ich brauche noch einen Taxi. Ist echt blöd, wenn man auf irgendwas angewiesen ist und es nicht kommt. Wir hatten auch gar keinen Sturm, oder? Ach, blöder Frühling. Gut drauf, extra Glück, das kann ich gut gebrauchen. Und da ist ein Diamant fertig geworden, und was ist hier? Hm, ich kenne ein paar Rezepte, ich dachte, ich schick dir mal eins. Vielleicht hilft es dir beim Erz abzubauen oder so. Pass auf dich auf, Clint. Algensuppe. Ey, das ist doch das, was ich brauchte. Kekse konnte ich schon immer machen, glaube ich. Pastinakensuppe, es gibt auch eine Bohnensuppe. Irgendwer mochte das. Algensuppe, genau. Viermal Alge. Naja, dann kann ich das Zeug dann wenigstens... Ah, Plumpudding, Wildpflaume. Ich kann das sogar. Preiselbeersüßigkeit mochte sie, glaube ich, auch. Die habe ich auch noch. Warte mal, die sollte ich vielleicht dann mitnehmen. Ah, nee, habe ich nicht. Ich habe die Preiselbeersoße gehabt. Egal, das wird nochmal ein anstrengender Tag für uns. Da oben erstmal den Diamanten holen. Nope. Und dann nochmal die Leute schnell abklappern. Ich krieg eh nichts mehr diesen Monat fertig, drum werde ich das wirklich alles einfach nur noch bis zum letzten Tag lassen und dann habe ich vielleicht Glück und ein paar Sachen bleiben. Ich bin so am Arsch. Ich habe glaube ich nicht, ich muss jetzt nachpflanzen auch noch. Boah, die Tage sind nicht lang genug. Ich meine, ich freue mich zwar. Ich glaube, die seltene Saat habe ich doch da schon angebaut. Die uralte Frucht, ja, von mir aus. Lass die uralte Frucht sein. So. Darf nicht vergessen, ich muss da noch anbauen hier drin. Ah, Kaffee ist super. Gibt's noch irgendwas, was noch höhere Geschwindigkeit habt? Ihr wisst das bestimmt. So. Erstmal die Enteneier vertun. Ich habe bloß eins, warum weiß ich nicht. Mache ich wieder Schattenmayonnaise draus. Lieber so. Zwar giftig, aber wird sehr gerne gekauft, wie es aussieht. Frage mich so mal, wer kauft dieses ganze Zeug? Achso, da sieht das Symbol da bei mir drüber. So, und jetzt im... In Lichtgeschwindigkeit wird hier alles abgearbeitet. Nachgelassene Lichtgeschwindigkeit? Nö. Können wir trotzdem so langsam vor gerade. So. Wo ist der Milchschemel? Da. Packen wir später wieder rein. Mann, ich will so ein Autokaffeetrinker. Ach ja, richtig. Bloß die Kühe heute. Auch gut. Könnt noch einmal Käse extra machen. Den brauche ich jetzt nicht. Kaffee. Kaffee. Kaffee ist super. Den normalen Ziegenkäse lasse ich jetzt mal im Inventar. Weg. 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 Ei lasse ich auch mal drin. Das war's. Ich brauche Saat. Gut, da habe ich noch welche.
Dann hole ich mal noch die Sternfrüchte raus und hau dann noch alles weg. Bin froh, dass ich die Saat tatsächlich noch hab. Lalalala. Sehr gut, noch 49. Das war mal hier drin. Das waren 108, oder? Ach, von mir aus. Da wird wieder ordentlich Geld reinkommen heute. Hallo, Donald. Ich mag dich, Donald. Auch wenn einige dich nicht leiden können. Verstehe ich gar nicht. Donald ist einer meiner Lieblingscharaktere. Jeder von den Charakteren hat seine Vor- und Nachteile. Einige mögen Donald tatsächlich nicht, weil er immer mal wieder faul ist. Aber jeden Charakter mag ich in einigen, sagen wir es mal, Varianten nicht, weil den faulen Donald mag ich auch nicht und den unfairen Dagobert mag ich auch nicht, obwohl ich Dagobert an und für sich mag. Käse kann noch weg. Der hier. Ja. Ansonsten, die... So. Ich könnte noch einen Lauch mitnehmen. Und noch einen davon. Und dann gehen wir jetzt zu den Leuten und beschenken sie. Ich bin der Geist der Weihnacht. Wir haben doch eh nichts groß mehr zu tun. Dann können wir auch solche Scherze machen. Hartholz brauche ich, glaube ich, gar nicht mehr holen. Damit die eigentlich genug haben. Aber ich könnte mal gucken, ob ich demnächst neues, irgendwas mache. Ihr wisst schon. Jess ist heute nicht hier. Oh, der ist da. Vielleicht kann ich einen Trüffel kaufen. Eine Batterie. Mohn. Tomka-Suppe. Seltene Saat, nee. Fünf Stück gab's noch, okay. Aber ich wollte es jetzt haben. Wo ist mein Kaffee? Das ist meine Geschwindigkeit, ich echt super. Ich glaube, die Leute haben Angst vor mir. Mir doch egal. Nehmen wir einfach das hier. Bla bla bla. Es ist schade, aber ich schätze, es ist menschlich, Angst vor Unbekannten zu haben. Ja, ja, ist so. Traurig, nicht wahr? Nur die Dummheit hat Angst vor Unbekannten. Ne, das stimmt eigentlich. Eigentlich stimmt es auch nicht. Ja. Aber Angst macht auch Probleme. Eigentlich ist Angst ein Schutzmechanismus für uns, aber sie sorgt halt leider dafür, dass es Probleme gibt. Oh, Sam, ich habe schon wieder vergessen, was der mochte. War Spaghetti oder Pizza? Sam mag Kaktusfrucht und Pizza. Oh yeah, das habe ich besonders gern. Jemand noch hier? Ah, Ken. Ken Brockman liebt... Kent... Wo ist Kent? Da. Gebraten Haselnuss, Narzisse... Kriegt halt einfach einen Kuchen wieder. Deine Frau ist wieder nicht da. Deine Schwester da, Emily. Ah, Frühling, ja, was hätte was selbst fragen? Persönlich bevorzuge ich Juwelentöne. Oh, entschuldige, ich habe schon wieder über Mode geredet, nicht? Oh, ist okay. Jeder hat seine Passion. Und solange es nicht ist, dass du kleinen Tieren die Beine ausreißt oder sowas, ist alles okay eigentlich. Oder solange niemandem schadet, sag mal so.
Oh, Bus, ich vergesse gerade die ganze Zeit, was ich denen immer schenke. Du machst es im Meerrettich, nicht wahr? Iridium-Sprinkler. Ach, es ist Freitag, richtig. Ich wollte ihm einfach nur was schenken, wenn ich ehrlich bin. Hier ist ein Kuchen. So, habe ich hier... Habe ich Glück und... Ja, die sind beide hier beim Suchen. Penny... Smaragd, genau. So, Jess... Oh, ist das anstrengend. Vor allem finde ich die Leute immer nicht. Jazz. Pink Cake, Kokosnuss und Plum Pudding. Habe ich beides nicht. Ich habe vergessen, wie der andere Junge heißt. Wie heißt denn der? Bin ich blöd? Was ist denn heute los mit mir? Wie heißt du nochmal Vincent, nicht wahr? Ah ja. Fräulein Penny sagt, dass ich dieses Buch lesen muss, bevor ich draußen spielen darf. Vincent hört doch richtig. Bin total durch. Pancake und Wein. Oh, der mochte Weintrauben. Ich habe da noch zweimal Spaghetti dabei. Kriegt einer von euch Spaghetti und ein. Wenn du Weintrauben magst, machst du die bestimmt auch. Was? Okay, er mag keine Erdbeeren. Was bist du denn für ein blödes Kind? Okay. Ein blödes Kind. Oh, Vincent, du Arsch. Wenn ich schon mal hier bin. Clint, ich habe hier kein Goldband für dich, weil ich blöd bin. Egal. Brich mir die mal auf. Yay. Yay. Hatte ich schon Basalt. Yay, ist kein Wunder für mich... Dafür gibt's eh kein Geschenk. Schäm dich! Schäm dich! Lou ist nicht da. Die Narzisse, da sollte ich vielleicht nicht liegen lassen. Und dann würde ich gerne noch hochgehen. Vielleicht gebe ich auch gleich ein Gebäude in Auftrag noch. Weiche Zeitung. Oh, das ist die Evelyn. Gas. Für Gas habe ich leider nichts Besonderes. Was bietest du heute an? Hier muss ich hin. Ich will immer zu ihm gehen. Oh, Preiselbeersoße. Spaghetti gehen immer. Hier, guck mal, Gas. Gerade wenn die war gekauft. Die magst du bestimmt auch. Meine Geschenke mag jeder. Oh, noch ein Besuch. Brauche Grünpapier ein Projekt, an dem ich arbeite. Sam. Ich gehe mal hoch zu den Herrschaften. Aber vorher hole ich mir mal ein bisschen Stein und Hartholz, weil ich würde gerne den Stall für das Pferd holen. Wo ist mein ganzes Geld eigentlich schon wieder hin? Kaufen wir mal ein bisschen was. Hartholz und Stein. Ich weiß nicht, ob ich noch Holz brauche. Dann gehen wir einfach mal hoch und nehmen davon noch zwei mit. Warum war das nicht gesteckt? Was ist das für ein Blödsinn? Ja, tun wir das erstmal da rein. Vincent ist ein recht absonderliches Kind, mag echt keine Erdbeeren. Das
verstehe ich nicht. Hab ich gedacht, oh ja, eine Erdbeere mag man, Weintrauben mag er auch. Mag der keine Erdbeeren? Was ist los mit diesem Kind? Oh, Meerrettich. Was stimmt nicht mit dem? Jetzt mal ernsthaft, welches Kind mag denn keine Erdbeeren? Robin ist halt gar nicht da. Am Arsch, ey. Ist Linus da? Kann ich dem wenigstens was geben? Irgendwie kann man die Dinger hier anzünden. Ich habe auch keine Ahnung, wie das funktioniert. Ah, Linus ist da. Linus, was mag Linus? Ich glaube, ich habe das Zeug auch nicht, was er mag. Kaktusbruch, Kokosnuss und die Süßkartoffel. Ich gebe ihm mal einen Meerrettich. Die mag er, glaube ich, auch. So, für heute, diese Woche mache ich nichts mehr für die Dorfbewohner. Ich finde das ehrlich gesagt eher frustrierend als alles andere. Pam ist auch schon wieder gegangen, da gehen wir die normale Mine. Blöde Pam. Pamela Anderson. Gehen wir die normale... Oh, das ist super. Stopp. Iridium-Sprinkler. Sollte eigentlich hier drin sein. Ich glaube, ich habe ihn hier reingetan. Genau. Gehört aber eigentlich hier rein. So, packen wir mal alles wieder rein, was wir jetzt... Ah ja, deshalb gehören die da nicht rein. Kann ich da noch irgendwas anderes auslagern, was ich nicht unbedingt drin brauche? Nee, das Zeug brauche ich eigentlich alles da drin. Narzisse und Löwenzahn ist, glaube ich, hier drin irgendwo. So wie das. Die Entenfeder kann ich ja mitnehmen und die Baronikern wollen jetzt hier bleiben. Ich verkaufe mal den Basalt. Der ist mir zu alt. Battery Packs schaden nicht, wenn wir die hier drin haben. Eier. Nee, machen wir anders. Erdbeer bleibt hier. Pizza nehme ich noch mit. Müsste eigentlich am Platz reichen. Sonnenblume behalte ich auch mal. Aber die Spaghetti bleiben hier. Nee, wenn ich in die... Ich gehe in die Mine, da brauche ich das Zeug eigentlich alles gar nicht. So, das sollte reichen. Ich gehe in die Mine und da werde ich eh nur verprügeln, da brauche ich das alles gar nicht. Oh, eigentlich wollte ich kurz zum Steinbruch. Hab mich auch verklickt. Kommt halt doch ein bisschen gutes Zeug dabei raus. Der Grünkohl. Grünkohl-Quest, ja, mal sehen. Vielleicht mache ich es, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht gehe ich auch einfach mal früh direkt hin, dann erwische ich auch die Haley. Bevor ich meine Tiere mache. Das Problem ist, ich brauche halt so lange für meine Tiere und wenn ich dann soweit bin, sind die alle schon weg. Wenn ich mich morgen mal nicht um die Leute hier kümmere, dann kann ich auch ordentlich rüber in die Mine. Gehen wir mal hier hin. Hä? Ah, okay. Es hat Bumm gemacht. Ah ja. Sonst hätte ich ihn gar nicht bemerkt. Wenn ich ehrlich bin. Die sind echt immer gut getarnt, die Viecher. Was machen wir denn eigentlich, wenn uns dann alle Leute irgendwann mal leiden können, dann weiß ich auch nicht, was wir uns als nächstes vornehmen. Es gibt ja auch noch ein paar Gebäude, die ich bauen muss. Das ging schnell.
Daneben. Das hat gesessen. Oh, ein Eisenbahn, danke. Der ist sauer. Nicht meine Schuld. Hey, wie kommst du denn dahin? Schattenessenz, sehr gern gesehen. Und eine Zwergensch... Ach, die trollen mich hier total, oder? Jetzt, wo ich diesen Mist nicht mehr brauche, wird er mir nachgeschmissen. Ich glaube, über Nacht werde ich wieder auch richtig Geld kriegen wegen den Goldbahnen. Die hauen nämlich echt gut rein mit dem Geld, seit wir diesen einen Bonus haben. Deshalb lohnt sich eigentlich wirklich immer Gold zu sammeln. Der Rest hier vielleicht nicht so, aber Gold lohnt sich schon ganz gut. Und die ganzen Diamanten und alles brauchen wir ja eh. Wenn man dann wirklich mal alle Leute auf seiner Seite hat, dann kann man das auch... Wenn das jetzt nicht wäre, dann würde ich mich tatsächlich sehr stark auf meine Farm konzentrieren. Aber ich habe ja gesagt, ich will dieses Jahr primär, dass die Leute mich mehr mögen. Einige Leute mögen mich auch schon sehr. Das ist auch schön. Es ist schön, gemocht zu werden. Aber es ist nicht tatsächlich nicht das Wichtigste. Allerdings sollte man... Es schadet natürlich nicht. Es ist schön. Es ist wirklich schön, wenn man gemocht wird. Am besten ist ja eigentlich eine bedingungslose Liebe. Weißalge, da mache ich mir bleiche Brühe draus. Sehr gern gesehen. Ich habe immer noch diesen Vampirring, oder? 125? Naja. Zwei an Leben kriegen wir dazu, wenn wir einen besiegen. Hier ist das bestimmt ganz praktisch, aber... Ehrlich gesagt, in der anderen Mine ist das ein Witz. Da nehme ich dann lieber... nochmal so einen anderen Ring. Einfach, um noch mehr Schaden zu machen. Und ich könnte auch Glück haben und eine Regenbogenschärpe hier kriegen. Das wäre auch nicht schlecht. Die Chance, wenn ich einen Gegner besiege, liegt bei 0,4%. Das ist gar nicht so gering. Das nehme ich mit. Ich habe gerade schon überlegt, ob ich gehe, aber... Das kann ich nicht zurücklassen. Das ist einfach so extrem viel Geld. Die Zwergenschriftrolle kriegt einfach der Zwerg hier. Danke. Hatte ich die schon? Ich trinke erstmal noch einen Kaffee, nur damit es auch wirklich... Oh, wir müssten es auch so schaffen. Dank der Bushaltestelle, dank der Minecarts schafft man das natürlich schon ganz gut. Ich frage mich, ob ich jemals die Trüffel irgendwann kriege. Ziemlich leer wieder. Ich habe schon vergessen, was ich vorhin gesagt habe, zu wem ich eigentlich wollte. Ach ja, ich wollte dann zu den Leuten runtergehen. Nehme ich auch mal mit. Gleich früh. Lass es morgen regnen. Lass es morgen regnen. Ich würde mich echt freuen, wenn es noch, wenn ich noch einen Tag Regen habe. Dann habe ich nämlich auch tatsächlich die Chance. Und ich glaube, ich habe heute den Wein verkauft. 8000 immerhin. Gar nicht schlecht. Und der Wein... Ach nee, es waren die Sternfrüchte heute bloß. Hussa! 70.000 an einem Tag.
Oh, wenn ich so viel verdienen würde, würde ich nach einem Monat in Rente gehen. Da könnte die Arbeit noch so scheiße sein.